Moin moin, mein Name ist Heinrich der Löwe und heute geht's ab in die Hölle mit Agony. Vorneweg, ich glaube, es wird sehr, sehr eklig und sehr, sehr brutal. Leider musste ich auch schon heute lesen, dass einige Endszenen geschnitten wurden. Aber ich habe trotzdem Bock drauf, mal so einen Ausflug in die Hölle zu machen. Mal gucken, wie viel Spaß uns das macht. Ich weiß jetzt auch gar nicht, was hier der Abenteuermodus ist oder der Agony-Modus. Ich denke mal, Agony wird verdammt scheiße schwer sein. Und Succubus ist dann sehr scheiße schwer. Ich entscheide mich doch eher für die Feigling-Methode, Abenteuermodus. Dann würde ich sagen, los geht's, ab in die Hölle. Ah, neues Spiel. Ach, hier kommt noch eine. Hä? Dann raffe ich das erst eh nicht. Einfaches Standards. Boah, nehmen wir... Ach komm, nehmen wir normal, wir sind mutig. Normal spielen. Ich dachte, das wäre schon. Gamma passt. Und los. Und ich sah das Weib trunken von dem Blut der Heiligen. Und der Text ist weg. The Fall. It's the last thing I remember. Memories tear apart my soul, consumed by the endlessly burning fire. The body turns again into ashes. The overlaying tissue revealing ruined bones. I fall into the blackest place, where light causes pain and darkness brings solace. Into a place which deprives one of faith and erases memories, which leads to madness and effaces the boundary between people and animals. The Red Goddess. Her shine shrouds other memories. She is the key to the gate of unending agony. She is the answer. The road that I must follow. The Red Goddess. Die rote Göttin. Ja, cooler Einstieg. Ups, was ist das denn wieder? Kamera, WASD. Ja, komm, sparen wir uns mal. Ich glaube, bevor wir in die Hölle geschmissen wurden, sah man, glaube ich, so ein helles Licht. Das könnte wahrscheinlich der Himmel gewesen sein. Aber... mal gucken. Ich weiß nicht viel über das Spiel. Ich finde, es sieht skurril aus. Und sowas liebe ich ja. Gorn ist auch auf meiner Liste dieses Jahr. Wenn es dieses Jahr rauskommen sollte. Ist ja auch so ähnlich. Skurril. Brutal. Abstrakt. Sowas mag ich. So. Wir sind ganz schön besudelt. Wenn ich jetzt... ja, wie hieß das Spiel? Habe ich schon wieder vergessen. Das ist ein Mittelalterspiel. Ach, was... ich spiele zu viele Spiele, glaube ich. Weil da müsste man sich waschen, weil wenn man jetzt die Dorfbewohner sehen und so... oh, du bist echt schmutzig, verdammt. Mit dir rede ich nicht. Schiff zum Rennen, ja, denke ich auch, ne? Ah, okay. Ducken gibt's nicht, hüpfen gibt's noch. Also... warum kann man nicht ducken? Oh. Da hat sich jemand Mühe gegeben und ich habe einfach seinen Skeletthaufen umgeschmissen. Wie achtlos von mir. Hm. Da, eine Fackel. Die kann man bestimmt nehmen. Objekte interagieren. Ja, will ich. Komm, gib her. Eine Fackel. Kann ich damit Skeletthaufen anzünden? Warum kippen die um? Ah. Rechte Maustaste ist schlagen. Linke ist keine Ahnung. Und man tritt automatisch um. Okay. Die Tür ist offen.
Wann geht mal Heinrich in die Hölle? Hallo, ist wer da? Das erinnert mich gerade so ein bisschen an Alien, aber ich finde sowas cool. Da sind so Rippen. Ah, eine blutende Wand. Nein, du Horst! War das da oben rechts? Die Kammer des Urteils. Warum schmeißt der Horst seine Fackel weg? Die hätten wir noch gebrauchen können, bestimmt. Mann, Mann, Mann. Drücke F, um die Schicksalslinie zu sehen, die dir den Weg zu deinem Ziel zeigt. Nutze sie bedacht, denn sie ist begrenzt. Ja, okay. Damit ich weiß, wo ich lang muss. Das unten sieht auch schon interessant aus. Kann ich damit interagieren? Oh, Notiz erworben. Die Vorbereitungen laufen nach Plan. Ich habe mich der Leichen von 7 Unschuldigen entledigt und nutze das Feuer, welches die Leichen zehrte, um den Altar vorzubereiten. Der Gestank des verbrannten Fleisches, welches von ihren Knochen abgerissen wurde, ließ mich fast in Ohnmacht fallen. Ich spüre, dass es kein Zurück mehr gab. Wohin sollte ich denn überhaupt zurückkehren? Es verbleibt nichts anderes als das Opfer ihres schlagenden Herzens. Ich hielt sie in den Händen, als ich sie Agony starben, und spürte das Leben, welches mit jedem Schlag mehr entwich. Das Ritual wurde diese Nacht vollendet. Hm. Ich hoffe, solche Texte gibt es nicht so häufig. Denn ich lese gerade schon 2 Romane, das reicht mir. So, Schicksalslinie F. Hm, aber ich würde gerne da runter gucken. Weil ich weiß nicht, ob wir in diesen Bereich nochmal kommen. Können wir überhaupt klettern, bevor ich jetzt da runtersteige? Gucken wir mal. Na, klettern würde ich das jetzt nicht nennen. Aber man kommt schon irgendwie hoch. Okay. Halte E gedrückt, um bestimmte Objekte wie Gemälde und Siegel zu untersuchen. Der Seelenspiegel ist ein besonderes Artefakt, das deine Seele aufbewahrt. Nach dem Tod überträgt er dir einen Teil seiner Energie, um deinen fragilen Körper zu regenerieren und deine Schicksalslinien aufzufüllen. Nach 3 Verwendungen zerbricht der Seelenspiegel und du musst ihn erneut aktivieren. Okay. Ist ganz schön dunkel hier unten. So. Ach nee. Interagieren wir eh. Ach du Scheiße, Krabbelviecher. Ah, endlich.
Jetzt weiß ich, wo man ducken kann. Ja, das, ja. Ich weiß jetzt gar nicht, wo ich lang gehen soll. Also da, wo gerade diese Frau zerfleischt und getötet wurde, gehen wir schon mal nicht lang. Alter, was ist der für ein Job? Ich halte den Stein. Verlassen den Feld. Oh, wir können interagieren. So, brenne. Nein, tut er nicht. So, brenne du? Nein, tut's auch nicht. Herz genommen. Hm, wir können Herzen sammeln. Ach so, da kriegt man neue. Ah, okay. Wenn du die Fackel hältst, kannst du Gegenstände anzünden. Rechte Maustaste, ja, da, da. Schon klar. Und die Fackel behält er in der Hand, oder was? Ja, okay. Ich weiß gar nicht, eigentlich sollte man zurückgehen, glaube ich. Aber wir können da lang, okay. Aha. Auch noch eine Falle aus. Hier gibt es viele Sachen, die man abfackeln kann. It's you. I knew it. I knew you'd be here, Amraphel. Dead. You're dead. We're all rotting here because of you. Okay. Also kennst du mich? Ich kann mich nicht erinnern. Ich kann mich auch wirklich nicht an den Typen erinnern. I should have killed you when I had the first chance. My whole family died. My family. My family. I no longer remember. But you. You. I won't forget. You're gonna fry here. Oh. Son of the whore. What the fuck? No! Eh? No! I curse you, Amraphel! Okay, der kannte uns. Und wenn das stimmt, was er gesagt hat, sind wir auf jeden Fall keine nette Person. Sind wir männlich oder weiblich? Hm. Ich würde erstmal sagen, wir sind dünn. Wir holen uns mal wieder eine Fackel. Ist das eine Seele oder sowas? Kann ich das eine hier nicht abfackeln? Do you really think that you're worthy of my favor? You're not even able to make a sacrifice to me. Surrender, as all others you knew. Oh, das ist ja andersrum. Krass. Ja,
Gut, auch da gehen wir nicht lang. Oh. Heilt man sich automatisch oder? Was haben wir denn hier? Ah, das sieht aus wie beim 13. Krieger. Die hatten gegen irgendwelche Morghuls gekämpft oder so, die Wikinger. Und die haben ihre heilige Mutter angebetet. Und da gab es auch so eine Statue. Statue erworben. Gesammelte Statuen und Bilder schenken dir Punkte, die zusätzlichen Inhalt freischalten. In der Hauptmenü-Galerie. Bestimmt nur tolle Bilderchen, die man sich angucken kann. Braucht kein Mensch. So. Da war es ein Wandul. Weiß nicht mehr, wie sie sich die Statue nannten. Ah, ich hab mir schon wieder abgefackelt. Wie geht denn das, Junge? Also ich glaube, ich sterbe hier im Spiel, weil ich mich selber die ganze Zeit anzünde. Aber das Rumkokeln macht halt sehr viel Spaß. Komme ich gar nicht durch. Okay, da war ein Schatten. Kann man sich hier wieder durchquetschen? Also ich krieg irgendwie nicht den Weg lang, den ich wahrscheinlich gehen sollte. So. Gratis Körperteile. Das hört sich nicht gut an. Ah, da drüben gibt's was. Ah, hier auch. Eine andere Statue. Gibt's eine Karte? Nee. Scheiße. Sieht ja alles fast gleich aus. Verdammt. Kommen wir da so rüber? Hüpfen können wir ja, ne? Schupp. Oh, da gab es an der Seite irgendeinen so Typen, der da rumtanzelt. Erstmal holen wir uns da die Statue oder was auch immer. Oder auch nicht. Also mit Wasser hatte ich jetzt nicht gerechnet in der Hölle. Ich glaube, das führt mich komplett woanders hin, als ich hin wollte. Das erinnert mich gerade so ein bisschen an den Predator. Statuen gibt es ja in jeder Ecke. Statue erworben, hey! Bauen kann ich nicht. Da oben geht's weiter. Hä?
schon vorbei. Cooler Baum. Das ist kein Baum. Ach, leck mich doch. Scheiße. Ich bin im Kreis gerannt. Ich wollte doch dahin. Ah. Nicht hier? Nee, hier waren wir ja. Toll. Komme ich doch nie hin. Ah, da kann ich mir eine Fackel holen. Ist ja echt rutschig hier. Oh, ja, Hölle. Hör doch mal auf hier. Hallo? It'll never end. Our blood will fill the eternally thirsty chalice. I dream of offering myself to her. Fill her mouth with my blood. To be near her. At least for a while. Ja, das war's jetzt. Our blood will feel the eternally thirsty chalice. I dream of. So brenne, ich segne dich mit dem Feuer Gottes. Okay. Segnen geht auch nicht. Ah. Gestrüpp, was wir anbrennen können. Nicht zu nah rangehen, sonst brenne ich wieder. Schrub das doch mal weg da, Junge. Das lebt. So, jetzt gucken wir wieder bei F. Schicksalsweg. Und er führt mich irgendwie woanders hin. Ah, hier warm. Ach so, nee, warte. Wir konnten ja hier links lang gehen. Durch das Gestrüpp. Aua, heiß. Hoch. Die Kammer des Urteils. Ach, wir sind zurück. Ich das lege ein Opfer auf dem Altar nieder. Ja, warte. Aber wir sind hier runtergegangen. Und da wieder hoch. Okay. Das heißt, da liegt doch irgendwas. Haben wir das aufgehoben? Ah ne, das war das Notizzettelchen. Hier ist auch irgendwas. Verschlossen. Ah. Interessante Treppe. Ah, wir brauchen wahrscheinlich das Herz, ne? Da brauchen wir noch mehr.
Weil es ist ja echt ungleich. Ach, hier hat noch jemand ein Herz verloren. Praktisch. Können wir hier noch eins hinlegen? Jetzt haben wir das in Gleichgewicht. Ah, Memories. Sanctuary of Falls and Agony. So much sin and flesh. It's so disappointing. So. Der unendliche Tunnel. Ich glaube nicht, dass der unendlich ist. Uiuiui. Eine Notiz. Ich habe es getan. Nun werde ich sicherlich nie wieder herauskommen. Aber verstehe, ich hatte keine Wahl. Ich musste ein Opfer erbringen. Wie hätte ich anders bisher hierher gelangen können? An diesen Ort ist das Böse nicht so offensichtlich. Ich schreibe diesen Brief für all jene, die Mut haben, sie zu suchen, und ich weiß, dass es viele von euch gibt. In Klammern, nein. Ich meine die Göttin des Blutes. Aus irgendeinem Grund ist sie die letzte klare Erinnerung, die wir hier alle noch haben. Obwohl ich nicht weiß, welche Sünden mich in diesen Ort gebracht haben, werde ich nicht aufhören zu beten, was ich auch euch rate. Wir müssen Buße tun für unsere Sünden, und der Herr wird uns bestimmt erlösen. Er kann doch nicht so grausam sein. Doch, das kann er. Auf meinen Weg sah ich Gemälde, oft mit Blut gemalt. Aber ich habe keine Angst, mein Bruder. Hab keine Angst, mein Bruder. Obwohl ihre Schöpfer sicherlich nicht mehr leben, so haben sie uns lehrreiche Weisheiten hinterlassen. Zusammen vermögen wir, unser Schicksal zu ändern, denn das Herz des Herrn ist riesig. Ja. Auch danke für diese Information. Wer wird die Kerzen wohl ersetzen, wenn die abgebrannt sind? Vielleicht bewegt sich doch bestimmt einer. Oder ich kipp nach unten irgendwo. Oder es fehlt das Licht aus. Krass. Diese beiden Gestalten gefallen mir nicht. Boah! Was? Nenn das. Ich habe Feuer. Brenne! Das Labyrinth des Verstandes. Du hast die verbotene Frucht gefunden. Die meisten sehen in ihr das Symbol der Sünde. Aber für dich, ich sehe etwas Besonderes. Du kannst sie im Fähigkeitenmenü nutzen, um eine Fähigkeit zu entwickeln. Nur die verbotene Frucht erlaubt es dir, deine Seele zu entwickeln. So, wie komme ich da hin? Das ist ein Brief, Notizen, Tagebuch. Ja, Mission, finde die rote Göttin. Ach nee, ich muss die noch nehmen.
Das war aber ein komischer Apfel. Mit integrierter Vulva. Auf deiner Reise wirst du vielerlei oder viele Hindernisse antreffen. Manchmal reicht es, einen Schritt nach vorne zu machen, um einen neuen Pfad zu entdecken. Okay. Und tot. Ja, okay. Vielleicht haben wir so einen Spiegel, glaube ich. Siegel sind unfertige Zeichen. Finde das richtige Zeichen und vervollständige das Siegel, um das Ritual zu vollenden. Hä? Finde einen Weg aus dem Labyrinth des Verstands. So, wir müssen es nachzeichnen. Und Enter akzeptieren. Hä? Kann das falsch sein? Okay, es soll kein Herz sein. Ja, das sollte ein Herz werden mit Federn dran, aber die Federn sind nicht gut geworden. Aber wenn wir es akzeptieren, ist es weg. Okay. Ich habe keine Ahnung, was ich da machen soll. Also wahrscheinlich irgendein anderes Symbol finden und halt das abmalen oder so. Ja, ich will gucken. Ich will ducken. Diese Hand gerade. Hübsch, hübsch. Ich verstehe das mit den Symbolen noch nicht, aber. Muss ich das irgendwie angucken, draufpupsen? Dass ich dann V machen muss, das sehe ich auch. Ich weiß bloß nicht, ob man das jetzt irgendwie, ob ich das irgendwie markieren muss, dass ich gecheckt habe so. War ja fast richtig. Oh, habe ich auf F gedrückt? Nee. Ist mein Kopf, geh weg. Cool. Schädel genommen. Oh, große Backenzähne. Und bewegende Stacheln.
nicht bewegen. Kann man ja wieder überall langlaufen. Eine Notiz. Oh. So, für die, die es interessiert, macht jetzt bitte mal Pause. Nein, ich lese das nochmal vor. Die Erde bebte, als ich zum ersten Mal die Bestie gesehen habe. Ihrer brutalen Kraft ist keine andere ebenwürdig. Sogar die Mohren suchen eine Zuflucht, wenn der Teufel in der Nähe ist. Die mit Blindheit gestraften Märtyrer werden wahnsinnig und erinnern sich an nichts außer Schmerz und Gewalt. Die Schwächeren geben letztendlich auf. Ihr Geist wiederum wird zerstreut und hinterlässt eine kraftlose und der Hoffnung beraubte Hülle. Es gibt unter ihnen auch solche, die Wut ausnutzen, um nochmals die verstümmelten Körper zu beleben und die Adern mit dem brennenden Blut der Dämonen zu füllen. Indem sie sich Wahnsinn und Brutalität öffnen, verwandeln sie sich in riesige Bestien, deren einziges Ziel das Zufügen von Leid ist. Schmerz und Angst werden zu allem, wonach sie lechzen. Die Reste des Glaubens, die am Grunde ihres Verstandes vergraben sind, bewirken, dass Teufel der Göttin treu bleiben und unterbewusst versuchen, sie zufriedenzustellen, indem sie immer weitere Konstruktionen für sie erschaffen. Aus Leichen von Menschen, die töricht genug waren, sich in den Weg zu stellen. Halte den Atem an und bete, wenn du spürst, dass die Erde unter deinen Füßen anfängt zu beben. Jawohl. Ich möchte jetzt hier nicht mehr lang gehen. Was zu sammeln? Und die Babykerze. Ich frage mich gerade, ist es das ein Effekt des Spiels oder ist das jetzt hier gerade irgendwie. Naja. Sieht so komisch gewellt aus, mein Bild. Otherwise, before her arrival, everything was different. What else can be done to change it? Renn. Oh, das geht sogar. Before her arrival, everything was different. What else can be done to change it? Otherwise, before her arrival, everything was different. What else can be done to change it? jawohl. Riesenhände mit Guckloch. Okay, dann sollte ich wohl nicht lang gehen. Ja, und wo jetzt lang? Dämonen setzen auf ihre Sinne. Lerne die Verhaltensweisen deiner Gegner und nutze das Umfeld, um effektiv gegen sie vorzugehen. Drücke Alt, um den Atem anzuhalten, so dass du schwieriger aufzuschwören bist. Verstecke dich in den Leichenbergen oder in den Spalten, um nicht entdeckt zu werden. Nutze beide Möglichkeiten, um im Verborgenen zu bleiben. Ich muss dazu mal sagen, ich hatte mal vor Ewigkeiten Until Dawn auf der PlayStation 4 gespielt. Da gab es auch immer Situationen, dass du dein Pad ruhig halten sollst. Nun habe ich aber, das haben die Spieleentwickler nicht bedacht, auf der Couch gespielt. Mit dem Pad auf meinem Bauch. Und leider habe ich geatmet. Und somit habe ich das Pad bewegt und ja, die Person wurde entdeckt. Jedes Mal ist mir das passiert. So. Dann suchen wir uns mal eine Spalte. The Red Goddess, the only one. There is nothing. She's the only one. The Red Goddess, kommt the schon? Only one. There is nothing. Oh ja. She's the only one. The Red Goddess, the only one. There is nothing. She's the only one. Okay. Das war's.
Ich bin hin. In Agony ist der Tod ein Teil deiner Reise. Nutze deinen astralen Körper, um ein anfälliges Geschöpf zu finden und in deinen Bann zu ziehen, bevor deine Seele anfängt zu verschwinden. Mit der Zeit wird deine Seele anfangen zu verschwinden, weswegen du schnell agieren musst. Sie ist mit deinem letzten Körper verbunden. Vergiss nicht, im Fall der Fälle deine Spuren zurückzuverfolgen. Okay. Dann würde ich sagen, machen wir hier mal einen Break in der Hölle und suchen uns in der nächsten Folge einen neuen Körper. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst bitte ein Like, ein Abo wäre noch viel besser. Und dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Ciao.